Robert Lewandowski hat heute vorzeitig das Bayern-Training abgebrochen und es war große Sorge da bei den Bayern. Oh, fällt er aus? Nicht, weil sie ihn unbedingt sportlich noch in der Bundesliga brauchen. Ich meine, sie sind ja schon Meister geworden. Aber er will natürlich den ewigen Rekord von Gerd Müller jagen und dafür braucht er noch Tore. Zwei, soweit ich weiß, noch an der Zahl. Und damit er ihn übertrumpft und ja, da muss er jetzt natürlich nochmal einnetzen und der hat heute vorzeitig das Training verlassen. Da hat man sich gefragt, oh, ist es was Ernstes, ist es nichts Ernstes, aber jetzt sollen die Bayern wohl erste Entwarnung gegeben haben, dass es jetzt keine Verletzungen gibt, die vorliegt, sondern er einfach von der Belastungssteuerung da kürzer treten musste. Er war ja erst vor kurzem verletzt und so war das wohl geplant und die Sorgen sind aktuell, ja, zumindest scheint es so jetzt nicht ernst, also man muss jetzt keine Sorgen um Lewandowski machen, sondern ja, er wird sehr wahrscheinlich auflaufen können und wird diesen ewigen Rekord jagen. Das hoffe ich ja natürlich, dass er den bricht für ihn. So nah dran, muss es nur noch zwei Buden machen, sind noch zwei Spiele, einmal gegen Freiburg, einmal gegen Augsburg. Es erscheint möglich. Sie müssen ja nur vielleicht ein, zwei Elfmeter rausholen, müssen die Spieler nochmal vorne ein bisschen mehr rumdribbeln oder so, wie bei FIFA. Vielleicht kennt ihr es, wenn man zu sehr in den Strafraum geht und da einfach nur rumdribbelt, um Elfmeter rauszuschinden. Das müssen sie vielleicht in echt mal ein bisschen machen, damit Lewandowski seine Buden macht. Oder vielleicht braucht er das auch gar nicht. Vielleicht macht er sie auch einfach so. Ich meine, er ist ja so treffsicher, so unfassbar treffsicher. Und ja, wenn es jemand verdient hat, diesen Titel sich zu holen, dann noch er. Oder, liebe Freunde, was sagt ihr? Eure Meinung wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Da ging es um Neymar. Ja, um Neymar ging es und zwar eine Bedingung hat er ausgehandelt, die PSG erfüllen soll, damit er bleibt. Welche Bedingung das ist, ist nicht Geld, will ich schon mal spoilern, erfahrt ihr, wenn ihr jetzt in die Mitte klickt. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.